Hallo und willkommen zurück bei PD2 mit der Tibra. Grüß euch. Mir dem Anduin. Grüß euch. Und einen neuen Auftrag. Genau. Von Hector, den Auftrag Brandstifter, ist ein 3-Tages-Auftrag. Okay. Ja, wir gehen gleich mal rein. Überfall starten. Und zwar sind wir am ersten Tag noch von Flughafen. Ich glaube, wir werden uns zusätzlich eine Arzttasche und eine Munitionstasche kaufen. Das zahlt sich bei dem Auftrag nämlich aus. Ah, okay. Und da geht es um eine Menge Kohle. Granatenkoffer lassen wir weg. Das sollte reichen, glaube ich. Das, was wir haben. Ja gut, und dann starten wir. Okay. Ja, wir dürfen im dritten Tag sind wir was an. Die kleine teuflische Seele füttern. Das war das Geld dann im Bosshaus. Wird dann im Safe angezündet. Das müssen wir anzünden, ja, nicht mitnehmen. Nein, darum nehmen wir sie die Säge mit. Also ich habe jetzt die Säge auf die Säge gelevelt bei den Fertigkeiten. Also habe ich schon die... Dann. Die Maske auf. Ja, ja, das startet gleich. Okay, machst du auf, soll ich? Habe ich schon. Ah, okay. Also zumindest diesen Teil, du kannst da auch noch aufmachen. Ja. Das stört nicht. So, wir schauen einmal, und zwar kann man da auf das Dach rauf. Ich hoffe mal, dass so funktioniert wie immer. Ah, wir haben es sehr gut erwischt. Das ist nämlich gleich die erste Lagerhalle, wo die Waffen drinnen sind. Okay. Und jetzt wird es dann auch gleich laut werden. Ich folge dir noch unauffällig. Schauen wir mal. Ah ja, da können wir auch noch aufmachen. Das werden wir auch tun. Kommen die zwei da oben nicht mit, die... Naja, solange wir noch nicht entdeckt sind, nicht. Okay. Shit, ich glaube. Oh. Ja, genau das wollte ich vermeiden. Ups. So, ja, dann so schnell wie möglich wieder alle wegmachen. Uiuiui. Ja, die wackelt ganz schön, die neue. Das ist ein richtiger Wackeldackel. So, dann in die Halle rein. Wo? Rechts neben dir, rechts neben dir. So, okay. Und in diesen Taschen, in diesen Behältern da, ja, sind die Waffen und die müssen wir raufbringen zu unserem Lieferwagen. Alles klar, bitte kann immer nur, eins und eins rausnehmen, weil sonst so verschleppen es dann die Polizisten. Und solange sie da drin sind, in diesen Beuteln, also okay, in den Taschen, in den Koffern, können die Polizisten die Waffen nicht angreifen. Schnell ist man da aber nicht. Nein. Du solltest dann nie alleine gehen, immer schauen, dass die mit dir mit sind. Ah, okay. Also. So, ich habe auf beiden einen Drillmotor, passt. Ja, sie folgen dir eh, oder? Ja, ja, ich weiß so gerade nicht, wo ich reingekommen bin. Ah, da, glaube ich. Ich bin sehr lahm. Sorry. Kein Problem. Wir gehen immer hinterm Gebäude oder eben dann gleich seitlich raus. Den Weg, den wir haben. Ja, genau. Du kannst da fahren gleich, weil sie die erste Lagerhalle ist. Wo bin ich denn reingekommen da? Ups. Ja, ich weiß nicht. Die LKWs, was ich gerade aufbaue, da sind dann auch noch so Koffern drin. Also okay, da kriegen wir jetzt wirklich massiv Beute. Munition liegt im Lieferwagen und eine Arzttasche auch. Und deine Arzttasche stellst du in der Halle bitte auf. Okay. Ich dort da meine Munition. Achtung, da sind jetzt sehr viele. Ein kleiner Vorlauf. Das Ding ist super, oder? Ja, es wackelt ein bisschen viel, aber... Ja, das kannst du aber verbessern. Zwar indem du die Stabilität draufbringst. Die hört dann fast komplett auf. Shit, da ist ein
Schild. Oh. Ah ja, gesehen. Pullman. So. Ah, jetzt zieht sie zurück. Geh noch. Schild ist weg. Okay. Da ist noch einer. Robin. Alter, die Waffe, die wackelt. Achtung, ziemlich viel Polizei da vorne. So, ich bin wieder in der Halle. So, ich starte die Motoren. Eins. Leg mir eine Tasche auf. Schicks, warum? Komm rein in die Halle. Ah. Geht's? Irgendwas schießt. Ah, da hinten. So, ich hab die nächsten Waffen. Ich warte in der Halle auf dich, dass wir dann wieder gemeinsam gehen. Ja. Okay, irgendwas schießt gewaltig auf mich. Dann kommen wir mal rein. Ich stell da mein Medipack auf. Ja. Passt. Nimm da Waffen raus und bitte drüber. Okay. Wir brauchen noch Munition. Ich auch. Hast schon? Ja, habe ich. Geh mal gleich rechts raus. Gibt's einen Weg. Okay. Ich bin so. Ich werf Granaten. Warte. So, und jetzt rechts. Nach hinten bewegen, nach hinten bewegen. Ja. Passt super. Okay. Schnell ist was anderes, Leute. Naja, die Waffen hängen sich rein. Das ist wie Gold. So. So, ich nehme da gleich wieder Munition auf. Okay. Achtung, der steht hinterm Schild. Wo? Irgendwas schießt auf mich? Ich bin wieder in der Halle. Und hab schon die nächsten Waffen. Okay, ich bin auch in der Halle. Gleich wieder Waffen. Da liegt Munition. Ja, super, die LKWs sind offen. Dann mache ich gleich mal die Behälter auf. Ah, ich nehme ja da das nächste Waffenpack. Also, Waffe aufgenommen. So, jetzt wären gerade keine da, also gleich mit Soll den Waffen nach oben. Voll die Gas. Paar, die da sind, die macht mir leicht nieder. Oh. Jungs, Jungs, Jungs. Aber wenigstens liegt dann auf dem Weg Munition, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Ich schmeiß da meine Tasche da her beim Baum und hol gleich die nächste. Okay. Ach, jetzt hat sie aufgenommen. So, jetzt liegt sie da. Und ich geh schon retour. Nächsten kommen schon. Okay. Kommen mit der nächsten Tasche. Ja, endlich nehme die auf. Okay. Shield incoming. That's up to you. So, rechts oder? Ja, wir gehen gleich wieder rechts. Ich schaue mal, wie viele das sind. Dann entscheiden wir. Es geht. Ups. Oh, oh, oh. Ein Schilder.
da drüben, die Ratte, da. So, ich bin wieder in der Halle. Okay, ich laufe auch in die Halle. Okay, die Waffen sind alle leer. Deine Munitionstasche ist drinnen. So, wo ist noch was aufzunehmen? Ah, hier drin. Im LKW und ich glaube seitlich sind da noch ein, zwei Taschen. Taschen? Also, so Behälter halt, wo Waffen drin sind. Nein, ich glaube, wir haben alles. Nein, nein, im LKW sind nur jede Menge. Echt? Ich habe... Also, wir sind sicher nicht mehr du. Hast du eine? Ich habe eine, ja. Okay. Bewegen, bewegen. Da ja vorne nicht stehen bleiben. Okay, ich bin noch drin. Wir sind gerade irrsinnig. Dann bleib. Ja, ich bleib beim Bode und beim Rust. Hinterm LKW. Ja, ich bring meine Tasche rein und komm wieder. Dann geh jetzt nur mehr ich und du bleibst da drinnen. Mit denen. So. Nehmen wir Munition auf und komm wieder. Ich werde immer wechseln. Wer schießt wo auf mich? Hallo? Ah, zwischen den LKWs. Shit. Ja, super. So, ich komme wieder zu dir. Bin fast da, bin da. Ja. Schmeiß deine Tasche bitte hier, die du drauf hast. Komm da nach hinten. Okay. Okay, und runter. Passt. Ich übernehme sie. Ja, da bin ich zwei schneller. Zwei bleiben bei dir. Ich geh wieder. Schütze, ich brauch Muni. Wer? Ja. Du kriegst massiv Schaden wohl. Alter Falter! Bodi, Bodi, komm retour! Ja, das so, war ich komm wieder. Mhm. Bin wieder da. Das ist leer, das ist leer. Da ist leer, da ist leer, da ist leer, da ist leer, da ist leer. Da ist leer, da ist leer. Schade. Ah, in die Melke, wir sind die drei volle. Alter Falter! Habe ihn voll schnell weggeschaut. Oh, ihr gehört mir. So, ich gehe mit der nächsten Tasche, oder? Okay. Bin am Weg. Rein in den Lieferwagen, Munition genommen. Shit, ein Schild. Medic. Scheiße, ich brauch Muni. Muni ist da weg. Okay. Wir sind aber gleich durch. Ja, jetzt nimmst du eine Tasche, ich nehme eine Tasche und wir sind fertig. Okay. Da erinnern ist noch einer. Ist genommen. So, ich komme zu dir. Wo ist er? Ich schmeiß es raus. Ja, ich nehme da die Tasche auf. Ja, passt. Und dann haben wir es schon. Hast okay, das? Ich mache mich am Weg. Ja. Zack, zack. Ich gehe dann einmal retour und überprüfe noch, ob irgendwo was liegt. Aber ich glaube, wir haben es. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie geschaut, ob man irgendwo einen Safe oder was aufmachen kann, weil die Taschen bringen so viel Kohle.
Also bis jetzt nicht mehr mit denen hängen sich auch ganz schön rein. Okay, stehen fällt. So. Nehmen wir ein Body mit. Schauen wir mal unten. Okay. Du sicherst bitte den Hang da. Ja. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Der Bode ist geblieben. Aufpassen. Bin ich alleine oder was? Ja. Ah ja. Ah, jetzt kommt er nach. Da ist nichts, da ist nichts. Ah ja, ich sehe ihn. Da ist nichts. Wer schießt? Wo ist er denn jetzt? Am Hang. Ja, Bogi. Ah, da ist er. Verlieren wir, oder? Ich weiß nicht, wo der herumläuft. Ah, da schießt einer. So, ich glaube, wir haben alles. Okay. Wir hauen ab. Geh langsam zurück. Bist du da? Ja, ich warte noch auf den Bobby, dass er noch kommt. Ich schmeiß ein paar Granaten. Dass ich nicht genau komme. Okay, und fertig. Tag 1. Okay, Tag 1 fertig. Okay. Oh, jetzt haben wir so einen speziellen Kampf, die über Nacht hin. Die ganz geil. Ja, die ist gut. Vor allem, wenn man es einmal dann modifiziert hat. War da ein Schwert? Möglich. Neue Gegenstände freigeschalten. Oh. Samurai-Schwert durchs Ninja-Beck. Yes. Ich glaube, das werde ich... Kann man das gleich zwischendurch umrüsten? Natürlich kannst. Kann man. Ja, ich glaube. Ich glaube, man kommt da zu den Nahkampfwaffen. Und da Ausrüstung. Gut, Ausrüstung. Nahkampfwaffen. Lucky for us, someone in the Mendoza Cartel gave up info that they're being investigated by the FBI. So all we need to do is hit the local FBI office handling the cartel to get the data. And yes, I know. Out of the frying pan. In der Reichweite ist besser als die. Es ist ein nettes Teil. Ja. Es ist okay. Die beste Allrounder-Waffe. Diesmal angelegt. So, ich schaue gerade durch, was ich da bekommen habe. Okay. Was hat sie da freigeschalten? Nicht wirklich was. Gut, dann bleibe ich in der Konfiguration nicht ganz so. Nein, das machen wir nicht. Was kommt jetzt am zweiten ich Tag? Ich nehme nämlich jetzt die Pumpgun und ich nehme die Säge jetzt mit, weil die habe ich extra gelevelt für Tag 2 und 3. Okay. Ich habe jetzt nicht mehr den Eispickel als Nahkampfwaffe, sondern ich habe das Samurai-Schwert. Es schaut einfach klassisch besser aus. Hm. Ja, schaut's. Also auch wenn du das verwendest, ist wirklich ist cool. Schon bei anderen gesehen. Bevor wir starten, es geht in ein FBI-Gebäude in der Nacht. Wir werden es aber trotzdem laut machen. Müssen dort in den Serverraum eindringen, einen Server stillen und wieder retour zum Auto. Relativ einfach, weil wir haben die Säge mit, das heißt, ich schneide das Ganze auf. Wir sind da relativ schnell drinnen. Munitionspack habe ich mit. Mein Munipack bitte nicht verwenden, das brauche ich für die Säge. Erst wenn wir überall durch sind, kannst du dann im Munipack aufladen. Bedienen. Okay, geht's? Alles klar. Ja, ich bin bereit. Bereit. Wir schauen, dass wir möglichst spät auslösen. Okay. Werden wir sehen, wie weit wir kommen. Es wird uns. Dann werde ich meine Schalldämpfer auf. Halt so weit, wo wir nicht kommen, und zwar halten uns da links. Es gibt da auf der Rückseite einen Treppenaufgang im Gebäude drinnen. Dann da seitlich. Ich schau mal da vorne. Ja, da ist alles frei. Das war knapp. So, aufpassen, dass eine Kamera die zerstöre. Die ist weg. Okay. Ich öffne da die Tür. Okay.
Irgendwer schlagt an. Okay. Und sie haben uns. Los geht's. Da ist die Treppe drauf. Okay. Und das Serverraum ist. Jawohl, der ist sofort. Wow, das ist sehr gut. Okay. Werden sie es nicht schießen? Gut, wir schalten mal auf laut. Das Gerät. Also, würdest du bitte aufmachen? Siehst du, warum geht die blöde Tür nicht auf? Langsam mein Handy schaut, keine Ahnung, warum die Säge nicht funktioniert. So, drinnen. Okay. Liegt da das Moneypack hier? Ich stelle mich in die Tür. Ja. Die zwei sind ja mit, oder? Die sind ja, mit, passt. Ja. Komm vielleicht rein. Weil dann kommen die zwei auch rein. So, da war es offen. Und da muss ich jetzt den Drillmotor verwenden. Weil der ist da relativ schnell durch. So, Moneypack ist zur freien Verfügung. Okay. Habe ich ihn erwischt? Yep. So, Bora macht seine Arbeit. Hey Rust, geh aus der Tür. Ich stelle den Podium mal vorläufig da, wo er jetzt ist. Okay. Da steht er relativ gut, oder die Tür im Blickfeld. Wenn du dich da ganz nach hinten bewegst, durch die zweite Tür, dann müsste er ja weiter reinkommen, der Rust. Jetzt kommt er. Danke. Passt. Jetzt, wenn du jetzt rausgehst, bleibt er in dem Raum da. Ja, genau. Es ist... sehr merkwürdig. Ja, es ist... es macht sie... macht halt nichts. So, der Typ ist erledigt. Sie werden jetzt dann gleich massiv kommen. Ah, okay. Irgendwoher schießt ein... Arschloch. Ja, da steht er noch. Weg ist er. So. Achso, das bist du. Shield. Tibra ballert mit ihren Waffen. Nein. Der ist erledigt. Nicht absichtlich. Oh, kann schon mal passieren. So. Bora macht noch. Komm wieder. Wo ist denn da wieder? Bora läuft. Ja, da hinten Leute sammeln sie sich aber massiv. Komm her. Feuergranate. Ich nehme gleich einige. Na bitte. Die sind so geil. Ich liebe die Brandgranaten. Darf ich mich an den Waffen... Ja. Ist schon zur freien Verfügung. Ich brauche nichts mehr. Okay. Okay, Drillmutter, ich starte ihn. Wir sind gleich durch. 3/4 haben wir schon. Hey. Jetzt macht sie wieder nur einen Schuss. Was habe ich denn da umgestellt? Was hast du umgestellt? Vor ja, ich weiß nicht. Halbautomatik auf ein Hitzer. So, ich hol mir mal die Munition, was da vorne liegt. Polizeivorstoß im Gange? Ja. Kein Problem. Hier passiert nichts.
Gleich sind wir durch. 17 Sekunden noch. Ich schmeiß wieder eine Granate da vorne. Ja. Shit. Ah, super. Nimm nochmal Munition auf, weil wir können schon andere Gier. Ja, aufgenommen. Vielleicht warten wir den Polizeivorstoß hier drinnen noch ab. Soll ich irgendwas... Achtung, du kriegst Schaden rein. Ja, 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 ich hab gesehen. Stimmt, da die Arzttasche. Ah ja, stimmt, die habe ich ja noch. Okay. Das hat nichts gemacht. Ah ja. Da. Granate. Ich muss nachladen. Ja. Ich lade auch noch. So. Eben noch Munition genommen. Okay, ich mache mal einen Schwenk durch den Raum. Jetzt können wir gehen. Polizeivorstoß ist vorbei. Wir gehen da rechts und gleich wieder die Treppe runter und genauso wie wir gekommen sind raus. Okay. Oh. Da war noch das Glas drinnen, ganz was seltener. Okay. Wo? Eine geschissen da. Wohin? Zu unserem Lieferer. Ah ja, da. So, schmeißen wir rein. Okay. Und wir selbst auch rein.